Jetzt letzter Teil von meiner Videoreihe Rückenschmerzen lindern, Rückenschmerzen beheben. Ich habe euch ja schon 6 Übungen vorgestellt, wie ihr zum Teil euren Rücken mobilisieren könnt und auch kräftigen könnt, um eben Rückenschmerzen zu beseitigen oder zu bekämpfen oder einfach euren Rücken mobil zu halten. Wie gesagt, nochmal ganz kurz will ich ansprechen, der untere Rücken vor allem, also der Rücken ist eigentlich mit die wichtigste Muskulatur für unseren ganzen Körper, weil er eben unseren Körper trägt bei jeder Bewegung, ob es im Alltag oder im Sport ist. Und deshalb sollte der Rücken eigentlich auch im Verhältnis zum Bauch 2:1 gekräftigt werden. Und ihr seht ja selber, was machen die Leute im Fitnessstudio? Ja, sieht man viel immer am Bauch oder eben nur an den Hanteln. Aber man muss eben auch die wichtigen Körperpartien trainieren, um eben auch in den älteren Jahren irgendwann mal schmerzfrei zu bleiben. Und viele Leute werden dann eben mal in der Zukunft Probleme kriegen. Deshalb stelle ich euch heute jetzt das Video vor. Wie gesagt, jetzt nochmal 3 Übungen speziell zu der Mobilisation. Es ist immer wichtig, die Wirbelsäule in jede Richtung, in jede Dimension mobil zu halten. Deshalb jetzt nochmal 3 Übungen dazu. Ich fange an. Leg mich auf den Rücken, die Schultern liegen auf der Matte. Jetzt winkel ich ein Bein an und lege es einfach hier rüber, soweit es geht. Schultern bleiben immer auf dem Boden. Jetzt kann ich, wenn ich will, hier noch nachhelfen und jetzt einfach mal entspannen, Augen zumachen, ausatmen. Wir haben jetzt eben hier ein Querdehnen der Rückenmuskulatur. Die Wirbelsäule wird eben ein bisschen auf die Seite verdreht. Also zum einen eine Mobilisation und aber auch eine Querdehnung der Rückenmuskulatur. Das Ganze müsst ihr immer natürlich mindestens 20 bis 30 Sekunden halten, da erst nach dieser Zeit eben eine Dehnung in der Muskulatur erfolgt, eine wirksame Dehnung. Das Ganze natürlich dann auch eben wiederholen und dementsprechend auch auf der anderen Seite. Jetzt mit jedem Mal ausatmen geht es noch ein Stück weiter. Die Muskulatur gibt immer weiter nach. Und genau, jetzt liegt zum Beispiel mein Knie schon auf dem Boden auf. Und wieder langsam zurück. Wiederholt es ruhig ein paar Mal. Das ist eine echt gute Übung und jetzt mache ich das Ganze eben auch seitenverkehrt in Bauchlage. Da könnt ihr, je nachdem wie mobil, wie beweglich ihr im Oberkörper seid, entweder die Handflächen auflegen oder die komplette Armmuskulatur auflegen, die Zehen zeigen zum Boden. Baue ein bisschen Spannung auf, jetzt hebe ich ein Bein ab und lege es einfach nur rüber. Genau, dann legt man die Stirn auf und genau das gleiche wie vorhin. Zurück. Da kann es auch mal gut sein, dass die Wirbelsäule ein-, zweimal knackst. Ist aber gar nichts Schlimmes.
Das signalisiert euch im letzten Endes nur, dass ihr eben eure Wirbelsäule mobilisiert. Wir haben jetzt bei der Übung auch eine zusätzliche Dehnung in der seitlichen Bauchmuskulatur, was auch mal sehr angenehm sein kann. Und ich merke es gerade richtig schön, wie sich mein Lendenwirbelsäulenbereich entspannt. Da kommt Spannung weg. Also ich habe da auch immer relativ schnell Probleme, wenn ich mich eben in einem Trainingszyklus befinde, dass der Bereich mal zugeht. Deshalb mache ich die Übungen regelmäßig und habe so eben weniger Schmerzen oder keine Schmerzen. Jetzt bin ich auch schon in meiner Endposition angelangt für die letzte Übung. Und zwar ist jetzt eine Übung, die kommt eigentlich aus dem Yoga, die nennt sich Cobra. Und das ist so, vor der Übung dürft ihr keine Angst haben. Wichtig ist dabei nur langsam in die Endposition kommen und dann halten und durch den Bauch ein- und ausatmen. Da kann da eigentlich auch nichts passieren. Viele, also ich fange jetzt einfach mal an. Die Hände sind auf dem Boden und jetzt richte ich mich einfach mal auf. Genau. Einatmen und ausatmen. Ihr dürft vor dem Hohlkreuz keine Angst haben. Ihr kennt es ja, es gibt auch Schlangenmenschen, die können jetzt komplett wahrscheinlich einmal über sich drüber greifen und ihre Zehenspitzen berühren. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber die haben da auch keine Probleme. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz gesund, was die machen, aber so ein leichtes Hohlkreuz, um die Wirbelsäule zu mobilisieren, das schadet auf keinen Fall. Und gleichzeitig dehne ich jetzt noch meine tiefer liegende Bauchmuskulatur, falls ich da verkrampft bin. Das ist bei mir immer relativ häufig der Fall, eben durch die Rumpfstände. Deshalb mache ich sowas auch relativ häufig. Noch kurz ein Stück weiter und wieder langsam ablegen. Dann kann man noch, wenn man will, eben genau auf die Gegenseite kurz mal hier einen Rundrücken machen, um das Ganze wieder ein bisschen auszugleichen. Habe ich euch aber, glaube ich, schon mal vorgestellt. Kann man das auch ein bisschen halten, wenn man will. Wie gesagt, das waren jetzt insgesamt in der Videoreihe 9 Übungen für euch. Ich hoffe, ich kann euch mit dem Thema weiterhelfen, falls ihr da ein bisschen Probleme habt. Probiert es einfach mal aus. Wenn ihr euch aber nicht bei den Übungen sicher seid, zeigt das Video vielleicht mal eurem Arzt oder eurem Fitnesstrainer. Fragt ihn, was er dazu meint. Vielleicht hat er auch noch Tipps und Ratschläge für euch. Fragen kostet nichts und deshalb stelle ich euch auch immer gerne Tipps zur Verfügung. Ich wurde auch gefragt immer und ich helfe euch immer gerne weiter. Wenn euch die Videos gefallen, abonniert doch meinen Channel, gebt mir einen Daumen hoch in dem Video oder liked auch meine Facebook-Seite Schneller Schwimmen, wo auch immer sehr nützliche Tipps sind. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.